wisst, es ist die vierte Woche der Challenge und ich werde mich gleich wiegen. Ich bin auch schon gespannt, wie viel ich abgenommen habe, weil aus einem bestimmten Grund leider ich Wassereinlagerung im Körper habe und ich mir da nicht sicher bin, dass ich wirklich nur ganz, ganz wenig deshalb abgenommen haben kann. Aber ein paar Grams sind weg. Wir schauen einfach gleich, was die Waage dazu sagt. Und ich werde dann nochmal erzählen, wie ich mich letzte Woche ernährt habe. Guten Morgen alle zusammen. Erstmal möchte ich heute ein Update geben zu letzter Woche, weil die Selfie, sie hat letzte Woche sich im Büro gewogen. Ich war leider Gottes im Meeting und konnte in dem Moment nicht da sein. Und sie sagte irgendwie, anscheinend habe ich sowas gehört wie die Frau Thor hat Angst bekommen. Wie ihr sehen könnt, habe ich mich alleine gewogen diese Woche. Und warum ist die Frage? Ich sag's Ihnen offen und ehrlich, euch allen dort draußen, ihr müsst es mir glauben. Die Frau Thor hat sich nicht getraut, die Woche zu wiegen, weil sie wusste, dass sie verlieren wird. Nein, das habe ich natürlich nicht. Ich habe mich letzte Woche auch an alles gehalten und habe komplett mein Programm wieder durchgezogen. Es ist wirklich nicht allzu einfach. Es ist einfach nicht einfach, aber ich halte mich sehr gut dran. Ich habe sehr viel Sport gemacht. Trotz alledem sind es nur 500 Gramm gewesen, die ich abgenommen habe. Ich habe mich auch morgens extra im Büro schnell, bevor jeder angefangen hat zu arbeiten, noch schnell gewogen auf unserer Waage. Es waren 83,7, also das bedeutet genau 500 oder 400, Moment, 306, das sind ja 400 Gramm dann in dem Fall gewesen, aber mein Fettanteil ist gleich geblieben, lag immer noch bei 40,9 und mein Muskelanteil ist auch komplett gleich geblieben. Das bedeutet, es hat sich an Muskel und Fett nichts geändert. Wo nun die 400 Gramm weg sind, weiß ich leider auch nicht, aber ja, das wollte ich kurz ein Update geben. Zu meiner Aussicht hier muss ich sagen, ich bin gerade im Urlaub und Disciple und ich, also ich gebe jetzt sozusagen das Feedback eine Woche später ab, aber ihr werdet das halt eine Woche vorher sehen. Ich werde mich jetzt auch tatsächlich wiegen hier vor Ort. Ich hab, ja, und dann gibt es halt das Feedback für nächste Woche. Also dieses war das mein Feedback zu letzter Woche. Ich sag erstmal tschüss. Deshalb habe ich auch diese Mütze auf. Ich kann mich auch ein bisschen sehen. Und ich bin fertig mit meinem Sport und gehe jetzt endlich nach Hause. Hallo ihr Lieben, da sind wir wieder. Ich habe mich gerade gewogen und die Ergebnisse sind eigentlich nicht so schlecht. Ich habe es mir eigentlich schon schlechter vorgestellt gehabt. Und zwar habe ich ein BMI von 26,7. Mein Körperfettanteil liegt bei 43,5%. Meine Muskelmasse bei 23,4. Und mein Körpergewicht momentan bei 76,3. Sappel hat diese Woche 400 Gramm abgenommen. Ihr Fettgehalt etwa 0,7% verringert und Muskelgehalt 0,3% erhöht. Ich gratuliere dir. Dankeschön. Also daran können wir sehen, dass wir doch eigentlich einen Erfolg haben. Vor allem der Körperfettanteil ist wirklich deutlich gesunken und meine Muskelmasse ist gestiegen. Das beweist also, dass ich mich quasi doch letzte Woche da mehr bewegt habe, im Gegensatz zur vorletzten Woche. Und ich bin mir sicher, dass es von Woche zu Woche immer besser wird.